Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Build It. So, meine Lieben, es geht wieder los. Montag im Livestream, neue Aufnahmesession. Und wir sind hier noch beschäftigt mit Ansehen. Und ihr habt ja... okay, ach, alles klar, verstehe. Aber wo im Vorbeifahren? Ihr habt... also wartet, ich muss hier mal kurz, genau, so jetzt. Ihr habt ja in den letzten Videos gesehen, beziehungsweise sehr gut reingeschrieben, weil ich hatte euch ja gefragt, was können wir denn mal für Blödsinn machen? Ne? Und da waren ein paar coole Ideen dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Am meisten feiere ich natürlich die Idee mit dem Gewächshaus. Die Idee feiere ich schon sehr mit dem Gewächshaus. So. Und wir sind ja hier im Livestream und da wurde mir gerade im Chat so geschrieben, ich soll mal Auge machen auf die Karte. Ja? Und da stellt sich mir gerade die Frage, wo? So. Und da stellt sich mir vor allen Dingen auch die Frage, weil es hieß so im Vorbeifahren. Wo im Vorbeifahren? Chat. Wollt ihr mir da vielleicht eventuell helfen? So. Das wäre schon schön. Dann wäre schon schön, weil ich sag mal so, im Vorbeifahren, wo soll ich denn vorbeifahren oder wo könnte man denn vorbeifahren? So, den MF habe ich noch, auf jeden Fall, den habe ich noch, der hat die Asphaltschneider drauf, weil wir den immer fürs Düngen benutzen. Und den JCB habe ich einfach mit genommen, weil A, habt ihr euch den gewünscht, B, sieht er gut aus, kann man nicht meckern, ne? Und C, ist er halt schnell. So, aber was machen wir heute? Bei uns steht heute einfach an, dass wir das Feld hier noch fertig bekommen. Das bekommen wir locker fertig vorm Spulen. Und dann müssen wir sehen, in Bezug auf Düngen, wie wir das Ganze machen. Und dann, so hoffe ich, dass wir beim Spulen wieder gut ernten können. Da müssen wir diesmal aufpassen, wenn wir ernten, speziell bei der Baumwolle, dass wir diesmal kleine Ballen machen, weil ich will die selber laden. Ich will die gleich selber laden und verbringen. Und dann, meine Lieben, hat mich beim Dorfgespräch in der örtlichen Dorfkneipe eine Information erreicht, wo ich ja fast vom Glauben abgefallen bin und wo ich finde, das sollten wir eventuell mit dem Unternehmer sprechen. Denn da gab es so eine ganz kuriose, so ein ganz kurioses Gespräch. Deswegen werden wir da mal beim Unternehmer anrufen gleich. Jetzt haben wir noch eine Ecke, die müssen wir noch wegmachen. Und dann müssen wir mal gucken, ob da irgendwie was da genau los ist. Da müssen wir aber mal schauen. Dann werden wir den Unternehmer dann gleich mal anrufen. So, das Feld haben wir fertig. Mal kurz gucken, wegen Düngerstatus. Gedüngt 100%. Ja gut, da brauchen wir hier nichts mehr. Aber wobei, warte mal, gedüngt 100%? Müssen mal gucken, ob wir da vielleicht doch nochmal drüber gehen können. So, wir müssen aber sehen. Wartet, ich muss nochmal gucken. Und zwar, welches Feld war das? Die 39. Die 39. So, hier ist. Nein, mal gucken wegen Unkraut. Unkraut. Das können wir mal mit dem Striegel machen. Das können wir mal mit dem Striegel machen. Aber da müssen wir gleich mal gucken. Da rufen wir gleich mal den Händler an. So, wo ist denn der Händler? Der Händler, der Händler. So, da wollen wir gleich mal durchklingeln. Guten Tag. Herr Blum. Hallo auch bei Ihnen. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Was kann ich tun? Wie geht's? Wie steht's? Bei mir immer gut. Na, das ist doch sehr schön. Sind Sie gut in die neue Woche gekommen? Ach ja, sollen wir ein bisschen straucheln, aber sonst soweit ganz gut. Das bin ich straucheln, ja, das kenne ich. Ja, was kann ich für Sie Gutes tun? Und zwar, Herr Lauchbein, mal eine Frage. Ich würde gern investieren wollen und da stellt sich mir die Frage, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Es geht sich da um die Sache eines Striegels. Haben Sie da was Gutes im Angebot? Oder ja, generell was Interessantes? Ich gucke mal eben. Ja. Ich
Je nachdem, was haben Sie sich denn vorgestellt? Wie breit soll er denn sein? Ja gut, beim Striegel brauche ich ja jetzt nicht unbedingt so die große PS-Zahl, würde ich mal behaupten. Nein, das stimmt. Geben Sie mir ruhig so, na, so eine gute mittlere Variante. Nicht unbedingt 3 Meter, aber so ein bisschen größer wäre schon von 3 Meter gibt es auch nicht bei uns. Sehr gut, sehr gut. Wir hätten den kleinsten von Einböck, der wäre mit 6 Metern. Okay. Wird 9.500 kosten. Ja. Der wird 60 PS benötigen, dann hätten wir einen, der braucht 90 PS. Ja. Hätte 9 Meter Arbeitsbreite und kostet 18.000. Okay. Dann sind wir so in den Ligen 150 PS, 140 PS und 170 PS. Okay, okay. So ab 40.000. Okay, okay. Ich würde den für 18 nehmen. Den für 18? Okay, ja. mach ich fertig. Kann ich da, wann ungefähr kann ich vorbeikommen? Soll ich mich schon auf den Weg machen? Können Sie sich schon auf den Weg machen. Oh, das ist super. Dann danke ich Ihnen. Jo. Danke, ciao. Tschüss. So, ich habe einfach Bock auf Striegel, mein Lieben. So, und außerdem, wie gesagt, ich investiere da jetzt einmal rein, so, und dann kann ich das vielleicht auch immer gut verwenden. So, gerade so in den ersten Wachstumsstadien, glaube ich, geht das schon sehr gut. So, dann packen wir das wieder hierher. Komm, Daniels! Mein Junge, Dankeschön! Hat gecheert mit 500 Bits und dafür gibt's für dich das Herzchen, was für ein Herzen kommt, mein Junge. Dankeschön! Vielen, vielen Dank, da war's. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Können wir hier. Bremse lösen. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob wir hier. Ob wir hier. Was? Wie sieht's aus? Okay, die produzieren einmal frei. Wir müssen bloß sehen. Dass wir. Holen wir das Ding gleich. Wir müssen bloß sehen. Wir müssen beim Händler nochmal anrufen. Und nochmal durchklingeln. Ja, der Lauchbein hier nochmal. Herr Lauchbein, grüße Sie. Hier ist nochmal MC Tower. Ja. Herr Lauchbein, ich bräuchte mal noch 2 Paletten Hühnerfutter, bitte. 2 Paletten Hühnerfutter? Ja. Ja. Die würde ich gleich mit abholen, wenn das geht. Klar, geht. Danke Ihnen. Jo, ciao. So, gut. 2 Paletten Hühnerfutter, das geht schon. Müssen halt sehen, wenn wir das nächste Getreidefeld ernten, dass wir uns definitiv ein bisschen was im Lager lassen, beziehungsweise erstmal bei den Hühnern komplett voll machen, denn da hängt es gerade ein bisschen hausen. Bin ich ehrlich, das ist nicht gut. Und deswegen müssen wir da einfach schauen. Du, dann hoffe ich, wie gesagt, sehr auf die bevorstehende Ernte, dass wir da gut zugange gehen und da ordentlich was von den Feldern runterholen, zumal wir, wie gesagt, viel Baumwolle haben werden und natürlich auch Hafer. Hafer ist immer gut, so glaube ich. Okay, hier. Mal gucken, wir müssen gucken. Wir werden auch sehen, wenn wir ordentlich Geld runterbekommen bei der Baumwolle, dann müssen wir schauen, was wir da runterbekommen, und dann werden wir natürlich auch gucken, dass wir da gleich mal mit dem Banker telefonieren und das dann gleich im guten bzw. großen Stil abbezahlen. So, nehmen wir das jetzt gleich mal mit. Das hauen wir dann bei den Hühnern rein. Da. Hallo Lauchbein, grüße Sie. Ja, Herr McBloom. Hab schon gesehen, das Hühnerfutter. Ja, rechts und daneben steht der Striegel. Kommen Sie mal. Das ist der Striegel. Ja, damit haben Sie sogar den Vorteil, wenn Sie merken, auf dem Feld, damit können Sie auch ansehen im Nachhinein noch. Ach nee. Doch, da ist noch so ein 300-Liter-Tank drin, da können sie dann auch Saatgut reinpacken. Und dann, wenn sie striegeln und merken, dass sie irgendwie eine Stelle vergessen haben, ja, oder aus Versehen irgendwo drüber gefahren sind, können das im Nachhinein noch ansehen. Ach, schau an. Das ist ja, ja praktisch, das ist ja praktisch. Okay, aber kein Dünger direkt mit ausbringen geht nicht, ne? Nein,
Nicht. Nur zum Ansehen. Nur Ansehen. Gibt es da nicht die Möglichkeit. Okay. Ja gut, nee, das ist sehr vom Vorteil. Das passt. Das passt sehr gut. Dann, Herr Lauchbein, haben Sie schönen Dank. Ich habe ein bisschen die Zeit im Nacken sitzen. Ach, kenne ich. Ja. Sie sind, glaube ich, nicht der Einzige. Ja, gut. Dann bis später. Ja. So, gut. Dann, dann werden wir das einmal... Dann werden wir einmal hoffen, dass uns keiner sieht. So, und dann werden wir das Ding jetzt hier gleich mal so anhängen. So. Ah, das geht schön. Wir machen dann unser Gebimmel oben an. So, palapin. Oh, wunderbar. Umleuchten an und dann geht das schon. So, perfekt. Perfekt. Gut, dann werden wir gleich mal unsere Hühner füttern. Und dann geht's ab zum Striegeln. Das mit dem Saatguttank zusätzlich, das ist gar nicht so verkehrt, finde ich. Hat er recht, wenn wir irgendwo eine Stelle vergessen haben, können wir die ausbessern. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir mal beim Unternehmer anrufen. Ja, Andersen, moin. Ja, Andersen, ich grüße Sie. Hier ist MC Flower in the house. Was? Wer? Hier ist der Herr McBloom. Ah, hallo, ja. Andersen, wie geht's Ihnen? Ja, nicht so gut. Ihr Nachbar ist mir immer mit seinem Scheißträger und mein Auto gefahren. Oh, brauchen Sie Hilfe? Nee, der ist tiefer gelegt wie so ein Schwein. Ich sehe es. Herr Andersen, warten Sie, ich bleib gleich mal hier stehen, weil ich habe auch noch was. Warten Sie, ich schau mal kurz die Wandblinke rein, ich leg mal auf, ich komme mal zu Ihnen rüber. Ja. Ja, Herr Andersen. Moin. Moin. Siehst du, wie flach die Flunder geworden ist? Eigentlich war da ein bisschen mehr Platz zwischen Rad und Kasten. Da ist ja. Da ist nichts mehr, du. Ich denke, es bei das Telefon, sag mal. Bei mir? Ja, Blum, McBloom, hallo? Hallo, hier ist so, Ernst Kleitzmann. Herr Blume, sind Sie's? Herr McBloom, ja? Herr Blume, was ist auf? McBloom. Wir haben bei Ihnen Unkraut gespitzt. Das ist richtig, ja. Auf der 39, wie gesagt, der Chef hatte gesagt, der Meister, der wollte irgendwie noch, die wollten irgendwie noch Steine gesammelt haben. Das ist, Steine sammeln. Das war ja schon abgegolten. Das war schon abgegolten? Das habt ihr ja schon gemacht, ja. Dann hat das wahrscheinlich unsere Dispo falsch eingetragen gehabt. Das hattet ihr ja, das handelte sich ja auch um die 39. Mhm. Und das habt ihr ja zuvor gemacht. Dann haben wir das ja angesehen und dann habt ihr ja gegen Unkraut gemacht. Genau. Herr Blume, pass auf, wir konnten das, wie gesagt, wir hatten da eine kleine. Das war eine kleine Planung. Wahrscheinlich ist da kommunikationstechnisch was falsch. Das ist kein Problem. Oder? Alles gut. Da bin ich schmerzbefreit. Wie gesagt, gespritzt ist soweit gegen Unkraut und Rechnung kommt, ne? Alles klar, dann danke ich Ihnen. Ich Ihnen auch in Auftrag. Juhu, tschüss. Ciao. So, ja, Herr Andersen, entschuldigen Sie bitte. Ja, kein Problem. Geschäfte gehen vor, ich kenne das. Aber sagen Sie mal, wie ist denn das passiert, Mensch? Der blöde Vogel, der ist rückwärts gefahren mit seinem dicken Träger und ist über meine Motorhaube und ein halbes Fahrzeug hier rüber gerollt. Dann blickten die Scheiben noch ganz. Aber die Stoßdämpfer, die hat's zerrissen. Du meine Güte. Yeah. Das poltert und... Das glaube ich, wenn ich über die Straße fahre. Ach, verdammt. Ach Mensch, Herr Andersen, da wisst ich gar nicht, wie ich die Thematik jetzt anschneiden soll. Können Sie erstmal von der Straße, nicht, dass Sie irgendwie... Herr Andersen, passen Sie auf. Ja. Ich bin ja schon öfters mal so im Dorf, in der Dorfkneipe unterwegs, ne? Einfach mal ein bisschen was zu essen und so. Gibt ja immer gut Futter dort, ne? Ja. Haben Sie mal die Mandaplatte gegessen? Noch nicht, aber die wurden mir oft empfohlen. Oh. Soll ich mal probieren? Ja, machen Sie das mal. Okay, das werde ich am Wochenende machen. Aber Herr Andersen, ich habe da was ganz Kurioses aufgeschnappt. Ich weiß aber nicht, ob da was Wahres dran ist. Oh, Gerüchte sind immer schlecht. Das ist so eine Sache, aber es betrifft halt unmittelbar Sie. Mhm. Sie kaufen ja Wolle und auch Baumwolle an. Ja. Nun passen Sie auf. Ich habe da so ein Gespräch aufgeschnappt, wo sich unterhalten wurde, dass an Sie womöglich Schafwolle verkauft wurde und diese aber als Baumwolle deklariert worden ist bei Ihnen. Ah, okay.
Also ich weiß jetzt nicht. Da ist der Idiot. Ach, da ist er. Da ist er. Ja, was? Also ich weiß ja nur nicht, inwiefern, also da geht es ja nur bestimmt auch um eine Menge Geld. Nee, eben nicht. Ach, nicht? Ja, das Endprodukt ist das gleiche. Das sieht bloß anders aus am Anfang. Ach so. So, die Schafswolle kommt in Päckchen auf Palette reingerollt. Ja, und ja. Die Baumwolle sind Rundballen, du. Okay, okay. Einfoliert. Also... Ich glaube nicht, dass einer seine Schafswolle in Rundballen pressen lässt, um mir die als Rundballenwolle zu verkaufen, wenn der Preis für das Endprodukt eh der gleiche ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also können Sie vielleicht mal bei demjenigen nachfragen, der bei Ihnen hier das Auto touchiert hat. Du, da ich sage wie Hose, ob ich das nur als Ballen kriege, in 10.000 Liter Ballen. Ja, ja. Oder 10 Paletten mit je 1.000 Liter Wolle. Das ist Jacke wie Hose. Okay, da also das was quasi. Was hier am Ende bei rauskommt oder was derjenige daraus gemacht haben will, der Preis ist das gleiche. Ah, verstehe. Okay, die Zutaten okay. Sind zwar verschieden, aber das Endprodukt ist das gleiche. Okay. Na, das ist gut zu wissen. Danach wird er bezahlt, ne? Das ist gut zu wissen, Herr Anders. Ne? Sehen Sie, da haben wir so ein Gerücht gleich wieder aus der Welt geschafft. Richtig. Sehen Sie? Bevor er die Reihe rummacht, gleich hier einen Zahn ziehen. Genau. Sehen Sie, deswegen bin ich gleich direkt zu Ihnen gekommen und hab da einfach mal gefragt. Ja, das ist ja kein Problem. Lieber fragen, als hinter vorgehaltener Hand irgendwelche Weitergerüchte streuen, du. Deswegen. Herr Andersen, ich danke Ihnen. Und wenn Sie Hilfe brauchen zum Abschleppen oder so, sagen Sie Bescheid, ne? Nee, er rollt ja noch. Habt ihr nicht mehr weit. Gutes Gelingen, ne? Jo, ciao. Ciao. Okay, dann macht das also nichts. Was ist denn jetzt hier los? Warum ist denn hier... Du fahr doch, Junge. Ach Mensch, ich muss doch hier rum. Was steht denn da mitten auf der Straße? So. Gut. Da müssen wir schauen. Gut. Ist aber schon vom Vorteil, so eine Information, weil... Dann können wir das ja auch so machen. Das trifft sich sehr gut. Ist gar nicht so schlimm. So, wir werden jetzt, wie gesagt, wir werden erstmal füttern. Da müssen wir quasi... Erstmal packen wir das Ding hier vorne rein. Können wir dann nämlich die definitiv noch gebrauchen. Erstmal hier rein. So. Wunderbar. Das passt. So. Dann können wir jetzt erst einmal unsere Hühner füttern. Dass die nämlich noch ein bisschen was zu futtern haben. Ah. Schauen. Wunderbar. So, wollen wir mal gucken, dass wir die auffüllen. Okay. Ist zwar jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ne? Aber wenigstens produziert es ein bisschen. So, und dann müssen wir natürlich erstmal auch wieder sehen, dass wir hier unser Gewächshaus mit Wasser auffüllen. Das können wir auch gleich machen. Mit den Anhänger erstmal wieder reinstellen. So, unsere Bienen produzieren auch. Das ist sehr gut. Denn YouTuberinos, ihr habt ja oft gesagt, ne, hier, geh, mach Bienen und so und stell dir das hin. Ich habe da zwei größere Bienenstöcke hingebaut. Und vielleicht können wir ja auch noch ein paar bauen. Mal aber erstmal sehen. So. Jetzt werden wir erstmal das Wasser voll machen. Können wir gleich mal Licht anmachen, weil es wird sowieso langsam dunkel. So. Und dann, YouTuberinos, schreibt da gerne mal in die Kommentare, denn ich bin am Überlegen. Es war ja oft die Rede davon, dass wir uns einen Gabelstapler womöglich holen sollten, um die Paletten mit dem Gabelstapler zu laden. Da ist jetzt meine Frage, was meint ihr? Sollen wir das mit Gabelstapler umschwenken? Also sollen wir das mit Gabelstapler machen oder sollen wir weiterhin mit dem Grundlader vom Trecker das Ganze machen? Da schreibt gerne mal in die Kommentare. So, jetzt. Hier gleich mal ranfahren. Okay, da müssen wir passen.
Es wird voll, sehr gut. Ich wird voll und dann müssen wir das andere noch. Jensen, nee, Autoload dürfen wir nicht nutzen. Autoload dürfen wir nicht nutzen. So, aber YouTuberinos, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt des Ganzen. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst euch sehr gerne ein Däumchen da. Wer noch nicht abonniert hat, kann natürlich auch sehr gerne abonnieren. Und schreibt was Nettes in die Kommentare und ich sage erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.